Hallo, wir befinden uns in der Blue Night, jetzt wollte ich Disco sagen, nein, das ist jetzt nicht eine Pizzeria in Zistersdorf, zu der von Anfang an mein Sohnemann mich hingezogen hat und die uns wirklich lieb und wert gewonnen ist, und wir wollen da mal für das Lokal auch Werbung machen. Wir wollen einmal das Lokal vorstellen. Der Besitzer ist der Kemal zur linken Seite. Kemal, erzähl uns ein bisschen was. Seit wann gibt es dieses Lokal? Vielleicht auch interessant, seit wann lebst du in Österreich? Und wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, ein Lokal machen, ein Restaurant mit einer sehr großen Speisekarte, aber auch einen Schischer, ich sage das sicher falsch aus, aber Schischer-Bereich im Hintergrund, der ja ein Treff der Jugend ist. Bitte erzähl uns was. So, ich bin seit 93 in Österreich. In Wien bin ich in Schule gegangen. Da habe ich in Wien im Restaurant Lehrabschluss gemacht als Koch. Seitdem arbeite ich in Wien, verschiedene Restaurants habe ich gearbeitet. Dann habe ich in Niederösterreich verschiedene Pizzerien gearbeitet. Dann haben wir es entschieden, in Zistersdorf eine Pizzeria zu eröffnen. Und für Jugendliche haben wir es hinten, hinterer Bereich, Shishas und Cocktails für Jugendliche entschieden. Und das hat sich auch etabliert als Jugendtreff, kann man das sagen? Ja. Okay. Überhaupt Wochenendes, Freitag, Samstag, Sonntag ist Jugendliche, Jugendtreff. Es ist durchgehend offen, das Lokal. Gibt es keinen Ruhetag? 7 Tage in der Woche. Ja, und von wann an? Von 11 Uhr in der Früh bis 24 Uhr und Freitag, Samstag bis 1 Uhr. Wahnsinn. Wie ich von meinem Sohnemann weiß, der im Neusiedl in die neue Mittelschule geht, ihr liefert ja an Schulen sowieso, aber ihr dürft einen wahnsinnig großen Bereich an Auslieferungen haben. Ich habe das Gefühl, wenn wir hier sehr gerne auch essen kommen, sehen wir, da ist mehr kommen und gehen von den Lieferern als von Kunden. Also ich gehe davon aus, ihr liefert mehr aus, als hier die kommende Kundschaft ist. Ja, wir haben meistens die Lieferungen Umgebung von 15 Kilometer. Und wir liefern von Zistersdorf Umgebung. Okay, und ist das mit Kosten verbunden? In Zistersdorf ist gratis Lieferung. Ja. Umgebung ab 19 Euro gratis, unter 19 Euro 1,80 Zustellgebühr. Okay, super. Und wir sehen da jetzt rechts einmal einen der Lieferanten, einen der beliebtesten Lieferanten, kann ich sagen, von der neuen Mittelschule in Neusiedl, der Sulu. Andi schwärmt von dir. Erzähl ein bisschen was aus deinem Leben als Zusteller. Oh, das hab ich noch erzählt. Also ich bin in Zist als Nachwuchstrainer. Ich arbeite als Lieferant. Nachwuchstrainer bei was? Beim Minigolf? Also wir sind beim Fußball. Ja. Okay. Also der Fußball ist unser Leben für unseren Nachwuchs. Wir machen viel für unseren Nachwuchs. Auch die Blue Night hilft für unseren Nachwuchs viel. Ja. Auch bei den Turnieren, für Sponsoren, also als für Dresden-Sponsoren. Wenn wir irgendwas brauchen, natürlich, lieber Gott, sagt uns, geht zum Kemal und wir, der Kemal, hilft uns. Warum soll ich als Kunde unbedingt zu euch kommen? Wir haben nicht vielleicht die beste Essen, wir haben nicht die beste Pizza vielleicht. Aber Moment, stopp, jetzt muss ich unterbrechen, der Andi, mein Sohn sitzt neben mir und das knickt mir den Kopf, oh ja, sehr wohl, habt ihr das denn? Mindestens wir bemühen, dass wir bestens hergeben, was wir schaffen. Wir schauen, dass man alles frisch vorbereitet ist, von der Qualität her, dass beste Qualität für Kunden da ist. Und wir bemühen für Kunden, dass wir pünktlich sind, Sauberkeit und Freundlichkeit. Also ich sage nur eins. Meine Idee ist das, bei uns umgeben gibt es McDonalds zum Beispiel in Gänzendorf und in Mistelbach. Wenn ich also Heuna oder Dünkelter wohne, dann brauche ich nicht bis Gänzendorf oder Mistelbach weggefahren. Das kostet mir Sprit erstens und das, aber wir haben besseres Hamburger auch bei uns. Und das ist vielleicht das, was für meistens was wirklich macht, Blue Night. Also
nicht nur Pizza, sondern Hamburger und die anderen Sachen, was wir haben, wirklich sehr, sehr gut. Ich würde mal sagen, dürfen wir uns in der Küche umsehen, schauen wir uns da mal an, wie ihr da arbeitet. Gerne. Passt, dann schwenken wir jetzt um in die Küche. Wir sind jetzt live dabei, wenn eine Pizza hergerichtet wird. Se cinca per la fantasia dei pescioli a vecchiuzza mia, la la riola, pesce fritto e baccalà, uè gomba, no calamara, già già. Naja, weil das Essen sehr gut ist und die Herrschaften von Blue Night sehr freundlich sind. Ja. Noch was? Ja, vor allem ist unter sich. Ja, genau. Ganz wichtig. Ja. Gemütliche Atmosphäre heute. Das Essen ist sehr gut. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich herkommen durfte. Wir werden jetzt noch ein paar Bilder einfangen. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Danke. Wir danken dir. Baba. Hey!